sie wieder, die Natural Leadership Mittwochsgedanken. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass du reinhörst. Ich schaue gerade mal wieder die Serie All or Nothing auf Amazon. Und zwar diesmal die Folge die Staffel mit den Dallas Cowboys. Was mir in dieser Staffel aufgefallen ist, was ich grandios finde, dass die Cowboys ein Teamritual haben, beziehungsweise die haben ein, zwei, vielleicht auch dreimal die Woche, haben die ein Meeting, wo es wirklich nur darum geht, den Team-Spirit hochzuhalten. Ich glaube, es ist nur einmal die Woche. So oft ist es, glaube ich, nicht. Aber das geht aus der Serie leider nicht hervor. Wie oft macht ihr das in eurem Team? Einfach nur ein Meeting, um den Team-Spirit hochzuhalten? Das ist doch mal eine gute Frage, oder? Wenn ich so mal zurückdenke in meinem Konzernleben, ich habe sowas nie gemacht. Ich würde das heute sofort einführen. Ich würde sofort, vielleicht nicht einmal die Woche oder vielleicht doch einmal die Woche oder alle zwei Wochen mindestens, ein Meeting einführen. Es muss ja nur eine halbe Stunde dauern, indem man sich zum Beispiel sagt, was der andere gut gemacht hat oder wo man einen Motivationsfilm sich anschaut oder wo irgendjemand Beispiele bringen kann oder Vorschläge bringen kann, was den Teamspirit hochhalten könnte, wo man zusammen frühstückt, wo man zusammen nette Sachen macht und vielleicht es auch sogar so macht, dass dieses Teamspirit-Meeting immer zwei, drei Leute ausrichten, dass das gar nicht vom Chef direkt kommt, sondern dass die Leute aus dem Team das ausrichten. Da gibt es so wahnsinnig viele Ideen und ich bin mir ganz, ganz sicher, wenn ihr sowas einführt, kommt ihr auf wahnsinnig viele Ideen. Macht ihr Team-Spirit-Meetings? Oder macht ihr nur Meetings, wo es um Aufgabenverteilung geht, wer wann was macht und dann zwischendurch wird mal kurz gesagt, so ja, hier habt ihr gut gemacht. Das reicht nicht. Macht Team-Spirit-Meetings. Das ist doch eine super Angelegenheit, oder? Ich bin total begeistert. Ich bin immer noch völlig geflasht. Ich glaube, da schreibe ich auch noch mal einen Artikel drüber. Das war's für heute von den Mittwochsgedanken. Mein Name ist Anja Niekerken. Ich freue mich, dass du reingehört hast. Tschüss, bis zum nächsten Mal.